Hallo und grüß euch. So, Tutorial. Es gibt 4 Tutorials. Ich würde mal fast sagen, natürlich starten wir mit dem ersten. Wir werden in diesem Tutorial hoffentlich, ich bin mir nicht sicher, ich muss mich sehr darauf konzentrieren, ich muss gestehen, im Alter bin ich so ein bisschen, ja, weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich bin da so ein bisschen unkonzentriert geworden. Ich muss da echt Gas geben. Hallo Kev, hallo seine Töter. Okay, Stefan, servus, grüß dich. Grünkräfter, servus. Und wir schauen uns an, ob wir was lernen. Pausefunktion, Status, Kameraeinstellung. Brauche ich das überhaupt? Merke ich gerade. Ah, fang schon gut an. Normalerweise bin ich der Meinung, aber wurscht, wir machen alles. Oh, 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 oh. Was ist denn da jetzt los erst? Im Modul haben sie zu erlesen von Adresse, was ist denn das? Also, bis vor 10 Sekunden ist es noch ganz gut gegangen. Was ist denn da los? Zugriffsverletzung, um Gottes Willen, das klingt ja schlimm erst. Okay. Ja, es verflucht, ehrlich. Ist wirklich so, also 100% so, es gibt's nicht mehr, das gibt's nicht mehr. Ich hab echt gedacht, weißt was, machst einen schönen Kaffee, setz dich her, spürst dort der Real, es geht ja um nichts. Freitag, um Gottes Willen, kurz vor Wochenende. Ich probiere das jetzt einfach nur einmal und hoffe, dass eine Neustart das schon behebt. Aha, okay. Okay, schaut gut aus. Puh. Timo, ich spiele, was ich bin und nicht, was du willst. Du kannst aber gern, Gottes Willen, hindert dich nichts daran. Ich kann dir ein paar Maps empfehlen, spiel gerne LS17. Aber unterstehe dir, dass du sagst, was ich spielen soll. Boah, Jungs, ich hab gestern was gemacht, bis um 2:30 in der Früh. Alter, ihr werdet so Augen machen, wenn das erledigt ist. So, wurscht. Willkommen im ersten Tutorial, eine hervorragende Wahl, sich zunächst mit dem Rolling Spielzeug auseinanderzusetzen, bevor Sie das Steuer übernehmen. Sie sehen, hier den Bus 1749, ein Doppeldeckerbus der Serie SD80 von MAN. Dieser Bus hat eine besondere Bedeutung für OMSI. Nachdem der Wagen 1994 aus dem Bestand der BVG... Gehört das zum Tutorial? Okay. Ah, Grundorf. Kleine... Okay. Und eine Buslinie, die alle wichtigen, okay. Der Bus steht momentan an der Endhaltestelle Nordspitze Bauernhof. Alter, wie klar ist bitte Grundorf? Ist das komplett Grundorf? Alles klar. Okay. Zu dem Zeitpunkt schlafen in Grundorf noch alle Bewohner. Ich muss drauf. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich hab's gesagt. Ich muss betonen, Freunde. Nein, ich möchte es eigentlich nicht sagen. Aber ich habe so Bock drauf. Ihr werdet's. Ach, das war geil gestern. Puh. Zu dem Zeitpunkt schlafen die Bewohner, alle Bewohner genug Zeit haben, den neuen Bus auseinanderzusetzen, ohne jemanden zu gefährden. Da die Grundorfer Bevölkerung sehr viel. Ja. Ach, schwierig. Schwierig, Texte zu lesen. So. Zunächst aber einige grundsätzliche Informationen, Ablauf und zur Steuerung eines Tutorials. Okay, ein Fortschritt, Spielfunktionen. Des Tutorials werden Ihnen mehr und mehr Spielfunktionen. Ah, okay. Sie sind in der Sicherheit, Umwelt. Okay. Jedes Tutorial kann von hier. Okay. Die Buttons unter den. Das ist die vergangenen. Total. Okay. Ich merke gerade richtig, wie man das gerade absolut original nichts bringt. Aber ich bin eifrig dabei. Die vorgenommenen Tastatur oder Mausbefehle entsprechen der Standardeinstellung. Okay, das ist ja logisch. Ja, bitte Kinder, kommt jetzt irgendwas Vernünftiges da. Und zunächst lernen Sie also die grundlegende Steuerung des Spiels. Dazu gehören Menüfunktionen. Ja, das haben wir schon gelesen. Ja, gib endlich Gas, Alter. In der ersten Lektion ist das Verstehen des Hauptmenüs. Das Hauptmenü, okay, bitte Hauptmenü, Freunde, Hauptmenü. Hauptmenü, Freunde, Hauptmenü. So schaut der Hauptmenü aus. Während des Tutorials. Lassen, haben wir es wechseln. Ja, Funktionen abprobieren. Während dieses Totalschrittes dürfen Sie hauptsächlich bereits. Na, das ist aber nett. Ich kann das fast uneinbeschränkt. Oh, geil. Benutzen, das ist toll. Wahnsinn. Das
Beispiel verleitet mich dazu. Okay, öffnen, schließen mit der Escape-Taste. Okay, haben wir schon mal eine wichtige Funktion gelernt. Ah, Bench, servus. So, die erste Menü, okay. Der erste, okay, das ist... Okay. Ja. Was? Okay. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob mir das jetzt wirklich weiterbringt. Im Spiel war er schon drinnen. Papa Bär, guten Morgen, servus. So. Ja, ich sag dann mal so viel. Das. Ne, glaub. Dass mir das jetzt wirklich weiterbringt. Hallo Reini, servus. Hallo Johannes. Okay. Es ist Shift und Z. Aha, okay. Geschwindigkeit, Wochentag, Datum, Innentemperatur und relative Luftfeuchte. Okay, cool. Habe ich schon was gelernt. Unglaublich. Patrick, servus. Ach, mir geht's durchwachsen. Aha. Was? Ah. Okay, da geht's weiter. What? Das kannst echt schwer lesen, das ist verdammt klar, aber gut. Zeit der Stunden sehen Sie nacheinander. Danke in den Kilometerstand, Himmelsrichtung und Höhe. Mhm. Erkanntes Ziel. Schild. Aha. Dankeschön, Papa Bär, ja. Hallo Jakob, servus. Außentemperatur und relative Luftfeuchte, okay. Das Zielschild erkennen, die Ziele lässt sich sicher gehen, welches Ziel die Fahrgäste von außen wahrnehmen. Aha. Okay. Das Klima auswirken, ja. Letzte Stufe, Status-Display. Jetzt wird schon langsam viel. FPS. Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Kupplungsfaktor. Okay. Ja, okay. Hallo Doc, servus. Jo, Paul, danke schön. Ich bin nur dabei, dass ich mir nicht sicher bin, ob mir das gerade weiterhilft. Okay, schließen wieder. Okay. Die Kamera ist natürlich nicht ganz unwichtig. So. F4 in die Freie. Aha. Ja, okay, das ist mittlerer. Also Grundorf ist echt kacke klein, kann es sein. Aber es wird nur so das Tutorialdörfchen sein. Ah, da kann man hin zentrieren. Ah nein, da kann man wieder auf den Bus zentrieren, okay. Setzen Sie bitte jetzt mit der linken Maus das Fahrzeug in einem beliebigen Ort ab. Machen wir das da? Cool. Simon, servus. Blockbuster, servus. So, beachten Sie, dass Sie das Fahrzeug immer gemäß Blickrichtung, okay? Ah, ja. Macht natürlich Sinn. Im nächsten Schritt haben wir keine große Bühne geschaut, in unsere Seite gestellte Lektion. Wenn Sie bereit sind und auf Vorwärts klicken, werden wir einen Zeitenfuß anfordern. Dieser braucht jedoch einen Augenblick, ehe er in Grundhof ankommt. Nehmen Sie sich also einen kleinen Moment Zeit, denn es geht weiter, sobald der Kollege uns erreicht. Okay, mit zwei Busse, nice. Ja, Timo, ich bin noch dabei, das zu lernen.
MAN-NL-202. Oh, ein Niederflur-Eindecker, nice. Wechseln Sie bitte mit einem Klick der linken Maustaste. Fahrzeug, okay. Ah ja, okay. Prima, nun die Funktion der freien Außenkamera. F3 Innenansicht. Ah, F3 Außenansicht. Ah, okay. Kann man echt krass rein und raus zoomen, ja. Gut, die verhalten sich also regulär. Neue Funktionen, nachdem sie durch den Schwenken, Standard-Hektik, Resetten. Ah, das ist gut. Resetten ist ganz, ganz wichtig, wirklich. Ihr lacht's, aber ist wirklich so. Nein, mag das selber entdecken. Nehmen Sie sich wieder zu Ihrem Bus, um einzusteigen. Wollen Sie sich einstiegstür? Aha. Wo bitte ist hier der Türöffner? Ah, cool. Jo, F2. Dieses Resetten ist verdammt cool. Alter, was gibt's da? Unglaublich, Thomas, servus. Ja, voll, Paul, es ist total richtig, was du sagst. Ich habe gar nicht gewusst, dass das, oder glaubt, dass das geht, dass ich da rein wechseln kann. Ich hab zwar jetzt wieder vergessen, wie man da herkommt, aber. Achso, mit der rechten. Ah. Okay, jo, herein, Grünkräfte. Oberdeckperspektive. Komm, mir Fenster öffnen, geil, Alter. Ist aber vielleicht gar nicht wegen dem Klima so intelligent, aber das geht alleine, ist verdammt geil. Hallo Niki, servus. Weil ja funktioniert, wie mit den Pfeilen lassen das sichten. Geil. Geht grad, servus. Ja, das stimmt leider, Warax. Ja, ich bin echt nicht der Tutorial-Typ, aber in dem Spiel geht es leider mal anders. So. Erlaubt Ihnen die Betrachtung der Bedienung des Busses in Sicht der Busfahrer und Sichtentstellungen. Okay. Alter, das ist echt viel. Schwenken, mittlere, zoomen, rechte, schwenken. Ja, schwenken ist eigentlich eh leicht. Aber gut, die Kamera mache ich alles über Headtracking. Da kann man zoomen. Das ist halt schon geil, wenn du reinzoomen kannst. Muss ich sagen, also. Du kannst es zumindest lesen, das habe ich bis jetzt auch nicht so. Scheibenwischerintervall kannst du einstellen, wenn es noch an alles hier. Und das Ganze ist das Wichtigste, glaube ich, ist, mache ich Papa Bär, Dankeschön, mit der Leertaste zu resetten. Alter, ich schwöre, ich weiß nicht, gerade wieder aussticht, was euch ab nächster Woche erwartet. Ihr werdet ausflippen, 100%. Also, aber ist wurscht, machen wir dann mal weiter.
Zudem besteht wieder Möglichkeit, sich komplett, jawohl, zu resetten. Okay, Windows C, was passiert bei C? Oder innerhalb der gewählten Voreinstellungen. Ah, da kann man vielleicht direkt zum Beispiel eine Voreinstellung wählen, die sagt, ich möchte auf diesen Ibis gucken. Und dann kann man wieder, okay. Lukas, servus. Spannend. Mhm. Na Doc, das ohne Witz, das haben wir gestern bis um 1:30 gemacht. Also das ist echt Wahnsinn. Also später sitzt im Namen der BVG und ihr Kunden dienen. Also im Moment das Gefühl, dass ich vom Platz sitzen so dürfen. Zunächst allerdings. Wo ist auch Hallo? LOL. Ah, geil. Geil. Total geil. Jo, Grünkraft, das Herz. Ah. Oh. Ah, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, dass man sich die Strecken anschaut. Alter, das spürt wirklich mehr, als ich glaubt hätte. Cool. Fuck, muss ich jetzt mit 28 nur beginnen, um sie zwar zum Spülen. Ist ja unglaublich. Aha. Stimmt, das ist richtig, dass man das nicht unten vorne anschauen soll. Wie kann man das Lenkrad ausblenden? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Lenkradbefestigung. Oh, da, wirklich. Warte, wo habe ich da jetzt draufgeklickt? Ah, da. Alter. Nur reinzoomen. Heftig. Geil, Alter, geil, Alter. Weiß nicht, Lukas. Ich muss erstmal schauen, dass ich das irgendwie alles gebacken kriege hier. Ja, voll, Thomas. Ich habe mir das zur Release gekauft. Omsi 2. Und hab's da geschafft, hab's aufgeben. Alter, ich wäre der größte OMSI 2 Let's Player, wenn ich das tut, zumindest gerissen hätte. So, Fahrplanansicht. Oh! Ach! Das ist natürlich eine mega geile Ansicht. Alter, voll geil. Mal. Hat doch noch zum Rausgeben? Der wäre verrückt. Cool. Nice, Warax. Schulterblick nach links. Jawohl. Das finde ich auch total cool, dass man das ausblenden kann. Okay, linken Fahrerstandansicht, nämlich mit dem Wort Außensignal. Die Frage ist nur, ob die Voreinstellungen zu machen, weil ich möchte nicht jedes Mal da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ist trotzdem. Eigentlich ist es wurscht, weil ich kann immer wieder mit der Leertaste. Ah, ist gar nicht so. Schwierig. Andererseits, ja, müssen wir uns reinfuchsen. Schauen wir mal, was uns das noch bringt. Mhm. Okay, warte mal. Tipp sind immer gut. Um auf die Schnelle einen Blick zum Fahrplan oder auf den Karte können Sie die Entf oder Position einfügen. Und Position 1. Aber wenn ich Position 1 kann ich dann klicken, ja?
einfügen. Und speichert sogar. Geil, okay, geil. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ah, muss schon werden, Papa Bär. Hallo Theo, servus. Hallo IAC, servus. Coole Sache. Einfügen und Position, Alter. Ich meine, vielleicht, ich sag jetzt nur, man muss es halt merken, macht es in Zukunft mehr Sinn, wenn ich diese Tasten, die ich da oft brauche, weiß nicht wie, Haltestellenbremse, Entschuldigung, Tür öffnen und so weiter, aufs Lenkrad oder am Joystick leg. Das müssen wir bedenken und das werden wir machen. Es ist trotzdem verdammt cool zu wissen, dass es die Funktion überhaupt gibt. Hallo Klebers, servus. Ja, Paul, da kommt noch ein, ich weiß schon, da kommt noch so ein Brett her. Da kommt noch so ein Brett her, wo man, ja, das weiß ich schon wieder. So, schauen wir mal. Gehörige Portion physikalischer denn. Okay, Urverstellen. Aha, okay. Oh, viel besser. Na, lieber, alles klar ist eigentlich nicht. Aber, ja, ich tue mein Bestes. Aber ab nächste Woche ist alles klar. Ab nächste Woche wird's richtig geil. Also, ich muss immer rüberschauen, so. Och, Freunde, es wird so geil. Also, vergesst das, was ihr jetzt seht, so, was das alles betrifft. Ab nächste Woche, Freunde. Da gibt's Carbon 2.0. Ach, mich juckt das Bein, ne? So, Tim, servus. So, zurückstellen. Vielleicht schauen, ja, Nachmittag können wir machen. Was haben wir Nachmittag? Müssen wir es wieder zurückstellen? Morgen. Okay. Was? Wirklich? Das ist echt übernommen worden, oder? Geil. Nicht schlecht. Ah, der Nightbot ist so blöd, dass er meinen Amazon-Reflink verlinkt. Naja, egal. Neben der Welt und Umwelt wurden auch sämtliche Fahrpläne von Bus und Bahn, Kanalfahrpläne entnommen, wieder zum Leben erweckt, dazugehörig. Okay, Fahrzeugtypen. Ist total spannend, weil eigentlich muss man echt wirklich wertschätzen, wie viel Detailarbeit das in diesem Spiel steckt. Dass ich da oben im Bus jetzt einfach mal die Fenster aufmachen kann, in der Innenperspektive, ist auch total geil. So, aber wurscht. Fabian Werkzeug für die Nacht, Nachmittag, Wochenende so fern unterscheidet. Wahnsinn. Wenn in dieser Saison eine berücksichtigte Entscheidung hat, demnach eine Auswirkung auf den Dienstplan, sodass sie auf Fahrten entspannter wirken. Sodass für sie anfänglich Nachtfahrten als Fahrten zu haben. Okay, ist alogisch eigentlich. Geil, oder? Das sind aktive Fahrplan und die Möglichkeit hat, um zu blockieren. Ja, okay, das macht eigentlich ja Sinn. Sonst, wenn du langsam bist, dass du nicht die Zeit zurückstößt oder so. Im Let's Player, servus. Nun haben wir genug über die Manipulation der Zeit gesprochen. Es wird Zeit, andere Phänomene holen. Wetter. Okay, Morgenstunde machen wir morgen. Ja, okay. Wetter-Szenarien. Aus Live-Wetter kann ich auch lernen. Oder mein eigenes, reales Wetter. Wien.
Ich werde abends nur mehr streamen, ich muss Nachmittag arbeiten. Oh geil, wie geil, Alter. Ja, ist logisch, dass das eine Internetverbindung braucht. Natürlich, also die Wettereinflüsse sind total faszinierend. Also dieses Spiel macht im Tutorial einfach so viel Sinn, weil einfach so viele Sachen logisch aufgebaut sind. Banana, servus. Ja, Niederschlag, Außentemperatur natürlich auch. Jede Menge Auswirkungen. Okay, so, wir haben jetzt wirklich einiges gelernt. Hier nochmal die ganzen Dinge zum Nachmachen. Oder zum, was wir eigentlich gelernt haben. Pause, also Escape, Pause, die Shift-Z anzeigen. Die kann ich jetzt gerade gar nicht machen. Die Mecklenburg ist mein Lieblingsmap, Kleber, aktuell. Die Außenansicht, die Fahr-, Gastansicht, die Fahrersicht, haben wir auch total faszinierend, was wir jetzt alles machen können, Alter. Das haben wir bis vor kurzem noch nicht können. Coole Sache. Stimmt, kann man auch schöne STGR Shift und P kann man Screenshots machen. Cool. Hallo Alex. Ach, nicht ewig. Ich muss noch in die Arbeit. Ich mache nur ein Tutorial und dann wird es wahrscheinlich wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich muss leider Gottes noch in die Arbeit und ja, hilft ja gar nichts. Ach, das schon wieder. Also, dieses Spiel mag mich total gerne, merke. Na, scheiß doch auf die Grafik. Solange das Spiel und das Gameplay interessant ist, ist die Grafik immer sekundär bei mir schon immer gewesen, seit ich Computerspiele spiele. Der Stream-Zustand ist ja echt bescheiden. Das heißt, ich gehe jetzt dann nur mal auf OMSI 2. Habe ich vielleicht was falsch installiert? Ich sollte OMSI 2 vielleicht nochmal neu installieren. Es war nämlich bis gestern nicht. Ich meine, so tragisch ist es nicht, aber ist trotzdem schade natürlich. Ich hoffe, Kleber, dass ich das, ist dann der nächste Schritt, sobald ich dieses Spiel halbwegs kapiere, dass ich dieses Mod einfügen kapiere. Natürlich würde ich das gern mit Mod spielen. Es gibt sicher total interessante Karten und so weiter. Aber es ist halt, ja, du musst erstmal das Hauptspiel. Und ich habe auch noch immer Bock auf ATS. Ich sehe jeden Tag, ich bin ja in der Verladung, in einem Stahlbüro tätig, ich sehe jeden Tag LKWs. Ich habe so Bock auf ATS. Das ist unglaublich. Wow, da habe ich so Bock drauf auf dieses Tutorial. Nachdem das erste schon relativ geil war. So, Fahrstunde, Fahrzeug, Schramm. In Rundhof angemeldet, möchten lernen, sicher und zuverlässig durch die Straßen zu manövrieren. Ihnen wird das Busfahren sehr viel Spaß bereiten. Freude bereitet das Fahren vielen Freunden, aber Begeisterung lässt sich häufig erst wecken. Ja, genau. Dich. Danke, Alex. Perfekt passend zum Szenario gerade. Dankeschön, lieber Alex. Das ist richtig, was da steht. Das ist ein ganz wichtiger und richtiger Satz. Was man tut und kompetent in seinem Umfeld agiert. Und das ist, glaube ich, der komplette Spielreiz beim OMSI 2 oder OMSI generell. Wirklich zu wissen, mit seiner Steuerung absolut 100% überein, das ist einfach so spannend, oder? Ach, lol, lieber, ich glaube, da bin ich zu blöd dafür. Ja,
Ich glaube, das wäre nicht, weiß ich nicht, müssen wir schauen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Freude am Fahren, okay? Und kurz etwas zur Orientierung. Sie befinden sich weiterhin in Grundorf. Allerdings sehen Sie jetzt den Ortseingang von hier aus etwas. Ich sehe keinen Ortseingang. Ich sehe Bäume auf der Straße, aber es geht ja wahrscheinlich nur ums Fahren. Ihre ersten Kilometer fahren um diese Zeit müssen Sie. Okay, okay. Innerhalb, okay, ja, das ist natürlich logisch. Innerhalb, okay, der Schuhe-Typen. Bedienung, Bustypen. Mhm. Der Sound ist echt heftig, ja. Aber der ist. Vielleicht sollte ich den wieder umstellen. Die Buttons unter dem Anweisungsfenster lassen sich bereits. Viele konfiguriert haben. Ja, nein, es macht Sinn. So, da la. Ah, okay. Jetzt kommen wir zum spannenden Thema. Was ist eigentlich Ziel dieses Tutorials? Schlussendlich den möglichen selbstständig einen Bus in Betriebsbereitschaft zu versetzen. Das ist nämlich der Witz an der ganzen Geschichte. Das ist das, was ich bis jetzt nicht geschafft habe. Weder beim ersten Mal, nur beim zweiten Mal und schon gar nicht beim dritten Mal. Es muss funktionieren und es wird funktionieren. Und wann ich dieses Tutorial sechsmal machen muss, ist mir komplett egal. Es muss funktionieren, das gibt's doch nicht. Bedienung des Spielmenüs, Aufbau des Fahrerarbeitsplatzes, Einweisung in die Türautomatik, Einweisung in die Beleuchtung, Fahrstunden mit unterschiedlicher Steuerung, Fahrzeugpflege und Fahrzeugwartung, Haltestellen anfahren, fahren bei schwierigem Wetter. Zunächst lernen Sie also Spielmenüs gerne dazu, die Kameraeinstellungen nach Belieben wählen, okay? Kann ich? Jawohl! Kann ich? Trotzdem, ich muss schauen. Okay, das geht noch nicht. Das ist so doof. Okay. Folge leisten und aber viel Erfolg. Okay. Mit jedem Klick auf den Pfeil nach rechts wird es interessanter und interessanter. Unsere erste Steuerung des Spielmenüs erklärt. In diesem Tutorial werden die Busse nach Bedarf bereitgestellt. Sobald Sie als eigener Busfahrer agieren, müssen Sie Ihre Busse selbst auswählen können. Das Spielmenü lässt sich drücken. Alt. Ja. Ah, da. Okay. Cool. Noch sind keine Funktionen, wird sich gleich ändern. Natürlich wird sich das gleich ändern. Okay. Da kann man nur einen Bus erstellen. Dort kurz, bis geladen hat. Aber noch einen. Kann man hier. Ich möchte nur schauen, ob ich es machen muss. Okay, vermutlich. Shit, Kennzeichen. Das wäre mein Wunschkennzeichen gewesen, weil vorher habe ich in Krems Region gewohnt, das war Kaya und Avon 1. Also das wäre mein Wunschkennzeichen gewesen. Unglaublich geiles Kennzeichen. Aber ja. So, 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 so. Ja, 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 ja. Ob das jetzt richtig war? Ich hätte vorher runterschauen sollen, eventuell. Ah doch, okay. Einen Bus bei Menschen grundsätzlich im Uhrzustand, also bei Ausgeltele. Okay, okay, ja, das macht natürlich Sinn, dass der nicht irgendwo eingeschalten ist und sonst. Ich finde gerade die Stimmung sehr geil. What? Bratty Mofaka Anna mit Elias. Yes. So, als nächstes den Bus fokussierten Bus wechseln. Dazu drücken Sie mit der entsprechenden Schaltfläche. Aha. Auswählen können Sie den Bus in Liste, Fokus, Funktionen, Einstellungen erst verändern. Die CPU-Steuerung dieses Busses ausschaltet, also später mehr. Der sucht nun einen anderen Bus, mit dem ich fokussieren möchte. Ist das der Bus, den ich gerade ausgewählt habe? Okay. Bitte fokussieren Sie jetzt den eben von Ihnen neu erstellten Bus. Das müsste der sein. Okay. Okay.
Nö, lieber bin ich nicht, ist mir zu weit weg. So leid es mir tut, so gern als ich gekommen wäre, aber 8 Stunden Autofahren ist mir echt zu heftig. Also vor allen Dingen zweimal. Einen Tag hinfahren, 8 Stunden, und einen Tag heimfahren, das ist mir zu heftig. Bitte löschen Sie jetzt den fokussierten Bus. Okay, das geht eh ganz leicht. In diesem Fall wurde Fokus ausnahmsweise direkt auf den AHA, okay. Die bereits bekannte Liste Fahrzeug platzieren aus der Funktion. Jeden muss zur Verfügung in der Liste haben Sie Auswahl, jeden vordefinierten Eintrittspunkt der Karte, solange er unbelegt ist. Bitte platzieren Sie den Bus nun. Okay, Startpunkt meiner Wahl ist nach wie vor die Nordspitze. Ja, gerade sagst du was, gell? So, steht an einer möglichen Eintrittsposition bereits ein Bus, wird sofern mehrere Positionen zur Verfügung stehen, die nächste freie Eintrittsposition derselben Haltestelle gewählt, ist keine Position mehr frei, erscheint der Eintrag nicht in der Liste. Einen Bus können Sie freie Kamera völlig unabhängig von möglichen Eintrittspositionen überall in der... Aha, okay. Bitte platzieren Sie den Bus so lange Sie möchten. Okay, na, das reicht mir schon. So, bitte aktivieren Sie bei einem von Ihnen erstellten Bus die Schaltfläche CPU. So wird der Bus von einem Kollegen entweder übernommen und dem Fahrplan entsprechend weitergefahren oder sofern gar nicht. Aha. Der Bus ist nur bei der Wartung gesteuert, damit nicht weggefahren. Können Sie den Bus schon verfügbar betrieben und Bus setzen und ihm zuschauen? Cool. Ja, da können wir einem Profi wirklich zuschauen. Aber zum Zuschauen finde ich es auch ganz geil. Ihr könnt so tun, als würde ich selber spielen, Freunde. Ich merke nur gerade, dass mir das Headtracking richtig abgeht. Aber ihr könnt so tun, als würde ich selber fahren. Wieso fährst du denn, Kollege? Ach so, haben wir vielleicht. Ach so, okay. So. Ich tue einfach so, als würde ich selber fahren. Naja, es ist wieder ein schöner Tag. Und niemand kennt den Unterschied. Da schau her. Costa, servus. Hallo Kollege. Da sitzt keiner drin, okay? Wow, wow. So, zu ihrer Fahrschulung 1749. Ne, ja, der tun wir das mal. Spiel beendet. Außerhalb der Totale ist es vor dem Weiter, wenn der Bus kommen. Oh, er stellt den Busfokus weg. Okay. Holla die Walfi. Ich hab gedacht, wir wären schon durch. Fahrschule. Mhm. So, weiter geht es nun mit der Einführung in Aufbau und Funktionsweise des Fahrerarbeitsplatzes. Und das, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist mitunter einer der spannendsten Punkte, obwohl die anderen Punkte jetzt auch gerade extrem spannend waren. Die Zentrale des Handels als Busfahrer. Mir wird persönlich, ich weiß nicht, ob ein Busfahrer unter uns ist jetzt, mir wird persönlich interessieren, ob es ihr leichter am Sitz spielt als alle anderen. Haben wir einen Omnibus-Fahrer hier? Das würde mich extrem interessieren. So, Funktionen kennenzulernen. Es gibt hier Instrumententräger, Zielband, Steuereinheit, Board, Informationssystem und Kassiertisch, Lenkrad, Gas und Bremspedal. So, zudem haben Sie den Blick auf alle Innen- und Außenspiegel und Funktionen für persönlichen Komfort. Schauen Sie sich ruhig verschiedene Sichten, zoomen, schwenken, Blick, lalalala. Mit dem Klick auf die Lenksäule, Lenkrad. Okay, ja, das ist natürlich extremst geil mit dem Lenkrad. Also das bringt uns sicher weiter. So, hier können wir reinzoomen. Die größte Anzeige in der Mitte des Instruments ist der Tachometer. Die aktuelle Geschwindigkeit Busses anzeigt. In der Mitte befindet sich zudem eine analoge Uhr. Wo wäre die analoge Uhr?
Okay, Miss Kennedy, das ist heftig. Das ist heftig. Wo haben wir die analoge Uhr? Ah, da, lol, ich bin dumm. Da ist die analoge Uhr. Oder? Ach so, ich weiß jetzt nicht, was ich hingeben für ein Ding habe. Okay. Ab einer Geschwindigkeit von 55 km/h leuchtet ein roter Warnblinker auf. Zudem befindet sich am Tacho auch der Kilometerzähler und der Fahrtenschreiber. Linke Hand vom Tacho, die von oben nach unten. Kühlwassertemperatur ist oben. Ah, da, ja. Kühlwasser, Tank- und Öldruck. Die Kühlwasser sollte sich auf einem ausgeglichenen Level befinden. Andernfalls ist eine Störung zu vermuten. Ganz links noch die Doppelmanometer. Was ist das? Eines für jeden Bremskreis. Okay. Ah, ich weiß nicht, was ich für einen Simulator bräuchte, aber definitiv was leichteres, eine leichtere. Gott, jetzt geht's los. Nun können Sie das erstmal Funktion probieren. Sie werden jetzt Schritt für Schritt Motor starten. Alter Freunde, ohne Witz, ich hab gerade richtig Lust, dass ich den Cliffhanger des Jahrtausends mache, dass ich jetzt abbrich und am Abend geht's weiter, wie wir das erste Mal im Tutorial den Motor starten. Übrigens habe ich schon gesagt, dass ich ein extrem geiles Gerät da habe. Also ihr werdet ausflippen, Freunde. Bin ich fest davon überzeugt. Ihr werdet total ausflippen. 100%. So, den Schlüssel zum Reinstecken. Drücken Sie den Batterietrennschalter. Arbeitsplatzbeleuchtung einschalten. Achtung, warte mal. Ach so, ein Monat nur, das ist gar nicht so arg. So, Batterie, schalten Sie Ihre 1, 2, 3. Wo haben wir denn? Ich glaube, der ist da hinten irgendwo, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Arbeitsplatzbeleuchtung ist. Das kann eigentlich nur irgendwo. Ah ja. A3 ist da oben. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen, muss ich sagen. So. Und Elektrik. Drücken Sie Batterietrennschalter, um Elektrik zu haben. Schalten Sie aber. Starten Sie anschließend den Motor, indem Sie den Anlasser so lang drücken, bis der Motor läuft. Es darf kein Gang eingelegt sein, das haben wir. Schalten Sie den Motor wieder aus, indem Sie die Motorabschaltung so lange drücken, bis der Motor aus ist. Lösen Sie die Feststellbremse. Wart. Wo haben wir denn den? Ist das der Anlasser? Ich vermute es einfach mal. Dankeschön, Morax, hab schon gefunden. Die Leuchtmelder Feststellbremse eingelegt, erlischt. Die Feststellbremse wird mit Federkraft angelegt und mit Druckluft gelöst. Okay, ja. Deshalb auch mit geringem Druck in Tankbremsen immer gewährleistet sein. Legen Sie die Feststellbremse wieder an, Hebel. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen gucken. Und die Feststellbremse muss ich nur vermutlich nur ein bisschen warten, bis ich genügend Druck habe, bis ich glaube ich am fetten Balken bin, kann das sein? Zumindest geht da jetzt noch nichts. Ah, den kann man da abwürgen. Okay, das habe ich verstanden. Lösen Sie, indem Sie den Hebel nach vorne bewegen. Also der Hebel lässt sich noch nicht bewegen. Warum ist das so? Ah, bis der Motor aus ist. Ah,
alles klar. Okay, warte mal. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ah, jetzt kann ich es gerade, glaube ich, gerade nicht mehr machen, egal. Gangwalter sind 90 in drei Vorwärtsgänge, den Neutral- und Rückwärtsgang. Mhm. Diese Automatikgetriebehandel stellen sie sich mit den Tasten 1 bis 3 nicht, den aktuellen, sondern ein Hus. Ah, alles klar. Ist das normal bei Omnibussen, dass das Automatik sind? Ich vermute es ganz stark. Wenn den Getriebe hochschaltet, fahren sie beispielsweise stark bergauf, können sie den höchsten Gang auf 1 oder 2 begrenzen, um ein nötiges Hochschalten zu verhindern. Okay. Die neutrale Stellung legen sie vor. Das macht jetzt so Sinn, weil ich mir immer gedacht, wieso fahre ich immer mit dem dritten Gang weg, aber ja, macht natürlich Sinn. Die Neutralstellung legen sie vor dem Starten des Motors oder beim Abstellen des Motors sowie beim Wechseln zwischen Vor- und Rückwärtsgang ein. Macht auch Sinn, ja? Ihr Wechsel zwischen Vor- und Rückwärtsgang können Sie nur im Stillstand maximal Schrittgeschwindigkeit vorne. Macht auch Sinn, ja. Wählen Sie einen der Vorwärtsgänge aus. Zack. Legen Sie, okay, Rückwärtsgang, zack. Wählen Sie zurück im Vorwärtsgang wieder, zack, zack. Schalten Sie als Vorbereitung für die nächste Übung wieder in die Neutralstellung. Zack. Im Getriebe befindet sich eine hydrodynamische Bremse, die sich nach Bedarf in zwei Varianten ein- und ausschalten können. Die Standardvariante aktiviert diese verschleißfreie Bremse bei jedem. Zudem können Sie beispielsweise für Talfahrten diese Bremse bei jedem loslassen. Wie? Was? Ah, ist ein bisschen zum Schonen fahren, verstehe. Bitte schalten Sie die beiden Varianten für den Bremse jeweils ein und wieder aus. Okay. Weil der ausgeschalteten Zustand am Bus diverse Funktionen probiert und haben dabei nicht die Druckluftanzeigen geachtet. Der Zwischenschnitt der Druckluft so stark abgefallen, dass der Warndruck sichtbar geworden ist. Weißen Zeiger doppel. Die weißen Zeiger der Doppelnanometer zeigen immer einen gefährlichen niedrigen. Okay. Dann treten Sie bitte durch Drücken der Taste um 2 einmal fest in die Bremse. Tobias, servus. Einzige Möglichkeit, die Druckluft auszufinden, ist, den Motor zu starten. Zum Starten des Motors M gedrückt halten. Okay. Dass das die Anzeige ist, das habe ich auch nicht gewusst. Geil. Sobald ich auf dem Niveau erlischt, die Anzeige Fahrzeug nicht fahrfähig, die größte. Ach so, das ist. Ja. Mhm. Ich werde vermutlich mein ganzes Leben nach Luxemburg kommen. Bei einem. Die größte Lampe in den Elemententräger. Sie können den Motor jetzt wieder ausschalten, nur was ist dabei. Als die Fahrerleuchte sowie die Ladekontrollleuchte leuchten, beginnen die Kontrolle zu einer anderen Stromversorgung des Busses durch die Batterie erfolgt. Betätigen Sie nun mal das Fernlicht. Wieso kann ich das Fernlicht nicht betätigen? Achso, wer ausmachen muss. Oder? Nicht. Ah. Irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht.
Rechten Blinker mit der Numpet 9. Nice. Mit der Beistrich. Okay. Warnblinker ist B. Warnblinker aus wieder mit B. Linker Blinker ist natürlich 7 Numpet. Okay, und wieder 0. Wie gesagt, die Tasten müssen wir uns umbelegen. Das ändert nichts, das bringt nichts. Also Blinker werden wir fix einmal auf die Schaltwippen legen im Lenkrad. Kinderwagen-Wunschtaster betätigen. Den weiß ich, den habe ich schon irgendwo einmal gesehen. Den Kinderwagen. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Wo war denn der? Irgendwo aufgeleuchtet vielleicht. Das ist dieses Licht. Dafür A. Ich wüsste gerade nicht, wo das geht. Warte mal. Ach so, na, das ist da. Das ist gar nicht das Licht. Das Licht ist halt der Wunsch eines Fahrgastes. Okay. Aber wo hat es das mit dem Kinderwunsch auf sich? Ich hab doch irgendwo schon mal Wagenheizung. Wischintervall. Dauerbremse. Ich muss nochmal durchlesen. Er möchte jemand mit etwas mehr Gepäck durch die Hintertür in die Busse steigen. Zudem wurde. Okay, warte mal, ich schaue jetzt einmal. Ich konnte es fast nicht machen. Snake, wie gesagt, nächste Woche, oder ihr werdet so ausflippen. Ihr werdet so ausflippen, das wird unglaublich geil. Das ganze Problem ist bei dieser Logitech, dass sie die Einstellungen nicht speichern. Ihr müsst theoretisch den Weißabgleich auch runterstellen und ihr müsst auf meine Lampen Folien drauf geben. Aber mir geht's, sonst geht es mir gut. Okay, Krankheit oder so. Also mir irritiert das nur mit dem Kinderwunsch. Kinderwagenwunsch. Kinderwunsch ist wieder was anderes. Na Doc, das wird schon. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt gestern bis 1:30. Okay, ist wurscht. Aus dem Tutorial nehmen wir mit, Flo, yes, dass wir hier Haltestellenwunsch haben, also dass wir hier stehen bleiben bei der nächsten Haltestelle. So, Thema Türsteuerung, jawohl. Das ist relativ einfach. Haben wir schon alles gelernt. Hallo Lukas, servus. Werden Sie Thema Türsteuerung eingeführt? Voraussetzung ist öffnet vorne und die alte Schlimmbremserschalter befindet sich. Das haben wir schon gelernt. Das war Minus? Nein. Doch. Öffnen Sie Hintertüren automatisch, okay? Alte Wunschstraße betätigt, sobald das Reite. Hintertüren voller Türen. Hintertüren. Mhm. Für sperrige Gegenstände, die durch die Hintertür in den Bus gelangen sollen, können Sie das automatisch öffnen, blockieren, manuell öffnen. Legen Sie dazu den Schalter oberhalb. Ah! Ah, geil! Okay. Ah!
Ach, ist wieder automatisch. Okay, cool. Lumen, servus. Stellen das Schalter, keine zuverlässige Auswirkung, dann startet aus der Haltestellenbremse. Beispiel: Sie lösen den Schalter für die Bremse. Ist die Bremse so lange noch aktiv, wie die Hintertür nicht geschlossen sind, wird der Haltestellenbremse sofort gelöst. Wenn die Elektrik ausgeschaltet oder defekt ist, selbst wenn der Schalter weiterhin. Cool. Die Scheibenwischanlage, da haben wir schon einige Möglichkeiten. Drei Geschwindigkeiten für Scheibenwischer und eine Waschfunktion. Intervall, langsam laut, jo. Jetzt darüber. Ich kann das gar nicht testen. Absolut, aber genial, ja. Aber wie kann er waschen? Das habe ich nicht verstanden. Oder hat sie automatisch gewaschen? Okay, sprüht halt nichts drauf, aber ich denke mal schon mal, dass es gewaschen hat. Cool. Ich bin total fasziniert. Wirklich. So, zu guter Letzt, was haben wir hier? Achso, nein, nicht zu guter Letzt. Heizungsanlage. Heizung wird von Kühlwasser geschmeißt. Der ist noch kalt. Muss nicht mehr, sollten die Kühlwasser vorwärmen. Dazu starten Sie jetzt den Motor. Aktivieren Sie Standheizung. Okay. Pss. Okay, Motor. Und aktivieren unterstützend die Standheizung. Deren Schalter sich direkt rechts neben der Feststellbremse befindet. Wir aktivieren die richtige Heizung. Heute ab einer Kühlwasser 500 Grad oder mehr. Die Standheizung braucht allerdings einen Moment, ehe sie richtig angelaufen ist. Sobald Kühlwasser eine. Okay, 65 Grad können Sie Standheizung abschalten. Dauert nur kurz, aber haben wir gleich. Bam, 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 bam. Die Regler, Heizlüfter an, rechts unten. Okay. Draußen kein Feuer, können Sie den Defroster links abschalten. Der ist abgeschalten. Schalter oben. Aha, okay. Aber der ist, glaube ich, ausgeschalten. Können Sie den Defroster-Schalter oben auslassen? Stellung rechts, die linke Hebel, Fußbelüftung. Ich kann gerade da nichts drücken, my friends. Los. Wir verarschen? Oder habe ich noch eine Temperatur erreicht? Okay, habe ich da irgendwas übersehen? Alles klar. Irgendwo haben wir wieder was übersehen. Wieso ist das? Das ist. Achso, warte mal. Alles ein Punkt, okay. Ich habe immer gedacht.
Wie viel Grad sollen wir erreichen? 19 Grad, gell? Geht's natürlich schneller. Was sollte man vielleicht nochmal genauer durchlesen? Ob ein angenehmen Internet 19 schalten Sie bitte Belüftung des Fahrgastraums wieder aus. Das glaube ich ist das, oder? Vortex, servus. Warte mal, mach mal warm da. Mach mal auf 19 Grad bitte. Aber so kann ich das Rädchen nicht bedienen, das macht mir gerade ein bisschen kirre. Okay. Way the further. Schon stand. Wie schaut das jetzt wieder aus? Okay, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, muss ich gestehen, dieses Tutorial habe ich jetzt nicht ganz. Ja, misskennt, aber irgendwie habe ich das nicht kapiert. Wie fühlt sich die rechte Hand unter des Innenthermometers? Achso. Innenthermometer. Ich hab schon weit über die 19 Grad erreicht, ich verstehe gerade nicht. Warum das da jetzt nicht weitergeht, warte, irgendwie sollte man das nochmal genau durchlesen. Aber das Ding da drüben wird so geil, wenigstens was. Ich hab. Okay, warte mal. Gehen wir nochmal durch. Die Standheizung habe ich aktiviert gehabt. Dann ist es aufgegangen auf 65 Grad. Wieder, dann kann ich die wieder ausschalten. Das passt. Das habe ich alles gemacht eigentlich. Und das dürfte die Fußraumbelüftung scheint das zum sein. Mindestens auf halbe Stärke. Okay. Rote regelt die Raum von kalt nach warm, macht auch Sinn. Auf warm der Regler des Bugs stellen sie ebenfalls nach oben ein. Rechte Hebel, ob Umluftung. Achso, warte mal. Das ist die Umluft. Okay.
komme gerade nicht drauf, keine Ahnung. Ah, okay. Aber wir gehen ab. Sehr super, servus. Heute glaube ich gerade, das war jetzt heftig. Warum war das so heftig? Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich Betriebstemperatur braucht bei der Heizung, habe dann die Standheizung dazu geschalten, habe die Regler eingestellt. Verstehe das nicht. Was? Das Regen. Regnen. Das hört sich ziemlich geil an. Wenn man ganz genau hinhört. Das ist alles jetzt gerade Standardding. Minecraft-Zocker, danke schön. Irgendwie gewöhne ich mich nie dran. Shift und L. Ah, aha, okay, cool. Auf Abendlicht, bitte stellen Sie nun auf Abendlicht um. Abblendlicht, Abendlicht, warte. Oh. Du musst den Hebel gedrückt halten und dann ziehen. Ja, Mario, das habe ich eigentlich versucht, aber das Problem ist halt auch ein bisschen. Nur so ein bisschen. Im Tutorial kann man nichts anderes machen, wenn man das nicht genau befolgt, was man da macht. So, Abblendlicht hilft in der Dunkelheit oder schlechten Wetter zu sehen. L. Ist Standlicht. Aber wir haben jetzt das Abblendlicht. Das ist Fernlicht, okay. Taste 8. Ah. Boah, ist auch cool. Justin, dankeschön. Jo, Vortex gibt's. Gibt's leider Gottes. Oh, und unten haben wir auch noch extra Licht. Mhm. Da gibt's nur mehr Lichter, Alter. Wie viele Lichter gibt's da? Das ist geil. Aber wenn das so weitergeht, dann habe ich die ersten Funktionen schon wieder vergessen. Nun wollen Sie Fähigkeit selbstständig in Betriebsfeldern versetzen, prüfen. Da wurden sämtliche Einstellungen zurückgesetzt. So, F1, okay. Okay. Na. Ich kann noch gar nicht Bus fahren im Omsi. Okay, Licht haben wir eingeschaltet, die Temperatur wird's. Hallo Kerstin. Gibt's hier Hupe in dem Spiel? So. Die restliche Beleuchtung muss einschalten, das ist Fernlicht. Hydrodynamische Bremse, Standardbetrieb. Okay. Boah. Jo, danke schön. Danke dir, Justin. Die müssen wir lösen. Die einzige Frage, die ich jetzt habe.
Ach so. Na, geht nicht. Also, ha, geht nicht. Also, ich drück, aber das wird, vielleicht wird deaktiviert sein, vermutlich im Tutorial. Danke fürs Abonnieren, Vortex. Und so, jo, irgendwie. Ein technisches Gebrechen haben wir noch. Ich kann mich nicht, kann nicht fahren. Ich kann nicht fahren. Warum kann ich das nicht? Wird alles gelöst. Ich habe den Gang drinnen. Ich habe gelöst. So, das können wir wieder ausschalten erstmal. Es passt soweit. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Gehen wir nochmal zurück. Genau, ja, Lukas, das haben wir auch gedacht. Scheibenwischer, Heizungsanlage, habe ich alles gemacht. Dankeschön, Flutterscheifen. Elektrikmotor habe ich gemacht. Das habe ich alles gemacht. Wieso kann ich nicht losfahren? Oder kann ich einfach nicht losfahren in dem Tutorial? Jo, hab's gesehen. Oh. Ich bin leider Gottes gerade ein bisschen verwirrt, weil mein Lenkrad wird nicht erkannt. Das verwirrt mich gerade total, aber ich denke mal, das ist so. Wie kann man denn sonst steuern mit Pfeiltasten? Irgendwie geht's nicht. Ich rolle, ja. Aber ich kann leider Gottes nicht steuern, weil. Obwohl ich mein Lenkrad angeschlossen habe. Also das müsste funktionieren. Mit Numpad. Nö. Hallo Martin, servus. Numpad 8 ist Gas. Da passiert nichts. Ja, hast du kein Problem. 462. Sorry, Jungs, da passiert nichts. Auch mit 8 passiert nichts. Nö. Keine Ahnung. Ich kann nur rollen, ich kann nicht. Ist wirklich gerade komisch, weil ich komme ja da im Tutorial nicht weiter. Na, Pfeiltasten, das habe ich alles probiert, also da geht nichts. Boah, kann ich mal probieren. So ein Zugsimulator, das wäre nur der nächste Schritt der Erfüllung, da habe ich sogar einen. Ich drücke 100 Tasten. Minus habe ich gedrückt. Ist ja da nichts. Es ist echt komisch. Ach so. Na, WASD habe ich auch probiert. Mit W schaltet den Scheibenwischer. D schaltet auf den dritten Gang. S weiß ich gerade nicht. Das verwirrt mich. Also, dass die Haltestellenbremse auf das habe ich nicht gedacht, aber A und 6. A passiert nichts. Bei 4 passiert auch nichts. Ich habe das Lenkrad theoretisch. Ich weiß gar nicht, warum das nicht funktioniert. Pfeiltasten, nein, funktioniert auch nichts. Ich kann nur die Kamera
ändern mit den Pfeiltasten. Das ist komisch. Punkttaste. Ja, was? Punkttaste ist die Feststellbremse. Ja, Lenkrad ist weg, weil ich es weggeklickt habe. Aber da passiert nichts. Hallo Philipp, servus. Das finde ich komisch. Und nicht steuern kann. Das hat keinen Sinn. Verstehe das. Das verstehe ich wirklich nicht, warum ich da nicht steuern kann, Alter. Ich probiere es ja der ganzen Zeit, bei der Unblock-Tastatur geht es auch nicht. Keine Ahnung. Kannst du das machen, ne? Aber. Ja, ja. Hast du die hydrodynamische Bremse eingestellt? Keine Ahnung, hey. Das ist doch die hydrodynamische Bremse, oder? Dass ich nicht lenken kann, das ist komisch. Ich habe ja schon immer gespürt bis jetzt. Ich möchte jetzt einfach nur mal kurz was probieren. Obwohl das dann ziemlich bescheiden ist. Warte mal, okay, probieren wir nochmal was anderes. Dann müssen wir ausblenden. Dann mal da mal reingehen. Ach so. Ja. So startet er jetzt der Bus gar nicht mehr, oder? Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ach so. Kann ich mir auch nicht umschauen. So, jetzt wieder einen Gang einlegen. Ah, jetzt, schaut's. Jetzt habe ich schon wieder irgendeine Bremse vermutlich aktiviert.
Das ist echt schwer. Keine Ahnung, warum ich es vorne jetzt auf einmal nicht mehr kann. Sicher das nirgends, ob die. Okay, der Hebel geht nicht mehr weiter nach oben. Fußbremse ganz durchdrücken. Gang 3 ist drinnen. Was? Gang raus. Bremse treten. Gang rein. Na, AGMer, sorry, mock mit dem Bruder in dem Speak. Treffen. Das macht ja logisch, macht das für mich jetzt gerade keinen Sinn. Für mich macht das logisch keinen Sinn, obwohl ein Gang vielleicht der für mich den dritten nicht weggefahren. Doch da schon 100 mal drauf geklickt. Naja, jetzt geht's wenigstens. Aber Lenkrad muss ich erst wieder einstellen. Das war knapp. Das war knapp. What? Ich hab nicht gewusst, dass zwar. Ohne Lenkrad ist es doof, Alter. Ohne Lenkrad ist es doof. Wahnsinn. Boah, ist es doof ohne Lenkrad zum Steuern. Havetere. Also ohne Lenkrad geht das gar nicht. Kann ich da gerade nicht einstellen, das nervt. Ich will mit Lenkrad spielen, Alter. Wer spielt denn das mit der Satur? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, Alter. Ja, eine schwierige Geburt. Es geht im Tutorial leider Gottes nicht, so war das mal gut. Ja, geht leider nicht im Tutorial, Freunde. Boah, wie behindert, dass er das steuert mit der Satur, Wahnsinn. Wie viele Meter muss ich denn da fahren, hey? Avridom, servus. Fahren Sie die Straße entlang geradeaus bis Sie rechte Hand und halten Sie sich weiter geradeaus. Wir verarschen. Ich will da nicht mehr fahren. Ja,
Ja, das geht ja nicht. Das geht ja mit Tastatur geht das nicht. Und ich kann nicht in den Optionen rein und ich kann auch nicht Lenkrad einstellen. Das ist zum Kotzen. Ja, oder mit der Maus, verstehe ich das nur, aber... Hallo Black, servus. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren muss. Ich hätte wahrscheinlich an der Tankstelle... Vielleicht kommen wir nur zurück zur Tankstelle. Voll überrockt drüber. Speed, nice. Okay. Naja, ich finde schon, dass es schwer ist. Alter, fahr doch auf die Straße zurück. Ja, ich möchte nur zur Tankstelle, ich fahre da jetzt nicht ernsthaft. Das ist mir zu blöd, wenn das Tutorial da nicht weitergeht. Ich bin mitten im Tutorial. Was ist denn da los? Ich hab gedacht, ich muss auf die BB, das war der Fehler, dass ich auf die BB gefahren bin und nicht rechts. Ja, Jungs, ich muss weg, ich spiel das auch anders mal fertig. War schräg. Aber ich glaube, ich weiß, wo der Fehler liegt. Mach mal, Freunde, aber ich muss in einer halben Stunde in die Arbeit fahren und werde jetzt essen. Ich wünsche euch nur auf jeden Fall viel Spaß. Bis demnächst, Freunde. Dankeschön fürs Spenden, Jungs. Hat mich total gefreut. Tschüss.